Hallo Leute, wir machen heute wieder ein Teste-Dich-Video. Heute geht es um das Tier, das wir wären. Genau, also das Quiz um das Tier, welches wir sind. Also wir machen beide denselben Test nebenbei. Genau, wir sind ja beide am Handy halt. Und der Link für den Test ist wieder in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, fangen direkt an mit der ersten Frage. Du wachst morgens auf, was machst du? Ich bin mürrisch, gehe erstmal heiß duschen, ich drehe mich noch einmal um. Ich habe mir für den Tag mal wieder was Spannendes vorgenommen. Ich stehe auf und freue mich schon, meine Freunde zu sehen. Ich nehme das Letzte. Ich würde sagen, ich drehe mich nochmal um. Und freue mich. Okay. Die zweite Frage. Was ist deine dümmste Macke? Die erste Antwortmöglichkeit ist, ich esse oft zu viel und dann ist mir schlecht. Die zweite ist, ich bin ein Sternchen, 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 Sternchenloch. Die dritte ist, ich bin zu nett zu den Leuten. Und die vierte ist, ich bin abenteuerlustig und schlage mal über die Stränge. Tja, was nehme ich denn dann? Ich bin zwischen zwei in Auswahl. Bin ich zu nett zu den Leuten? Nein, glaube ich nicht. Aber ich auch nicht, oder? Dann würde ich sagen, ich esse oft zu viel, dann ist mir schlecht. Das nehme ich auch. Die dritte Frage. Was sind deine besten Eigenschaften? Mit mir geht man an Orte, an die man normalerweise nicht geht. Ich bin niedlich. Ich kann mich gut um mich selbst kümmern oder ich habe durchgehend gute Laune. Das muss ich eigentlich für dich beantworten und du für mich, oder? Ja, yeah, okay. Ja. Also bei dir machst du... Ich bin niedlich. Okay. Und bei dir machst du... Ja, ich kann mich gut um mich selbst kümmern eigentlich. Okay. Okay, die vierte Frage. Wenn du dir aussuchen könntest, wohin es in den Urlaub geht, wohin wäre das? Die erste Antwortmöglichkeit ist, zu Hause ist es doch am gemütlichsten. Die zweite ist definitiv in einem Freizeitpark. Die dritte, Abenteuer ist angesagt, Skydiven, Klettern. Und die vierte, ich lasse mich verwöhnen. Ich weiß wieder nicht zwischen zwei. Ich denke, ich lasse mich verwöhnen, weil ich weiß nicht, ob damit gemeint ist, dass man überall hin will, wo man will, aber die Antwortmöglichkeit gibt es ja nicht. Ich dachte, es ist so ein Spa-Urlaub. Ja, wenn es das ist, dann nehme ich doch was anderes. Wenn es das aber es ist auch nicht, dann nehme ich doch was ist, anderes. Also, keine Ahnung, die Antwortmöglichkeit, die ich gerne hätte, ist einfach, ja, die gibt es halt nicht. Strand, meinst du? Ja, so Strand oder so. Aber Abenteuer, so Skydiven oder Klettern, hätte ich auch keinen Bock drauf. So. Echt? Ich hätte jetzt Abenteuer angesagt genommen oder definitiv einen Freizeitpark? Ja, ich nehme... Ich glaube, ich einen Freizeitpark. Ich auch. Voll Bock. Okay, die fünfte Frage. Machst du gerne Sport? Ja, ich bin nur happy, wenn ich draußen an der Luft bin. Haha, nein. Haha, nein. Kannst du schon mal ankreuzen? Ja, witzig. Nur wenn er Spaß macht und mit anderen Leuten. Ich mache das Nötigste, um fit zu bleiben. Ja, das mache ich. Ich würde sagen, nur wenn er Spaß macht und mit anderen Leuten. Okay, die sechste Frage. Du bist in der Stadt und ein oder eine Klassenkameradin kommt zufällig auf dich zu. Wie reagierst du? Gehen oder ihr aus dem Weg. Ich kümmere mich lieber um meinen Kram und ignoriere ihn. Freue mich riesig, jemanden aus meiner Schule zu sehen und begrüße ihn. Ich frage ihn, ob wir nicht gemeinsam etwas unternehmen wollen. Das ist alles nicht so. Einfach alle sagen und weggehen. Ja, so ist ehrlich so. Wer sagt denn, hey komm, lass mal was machen? Ja, keiner. Ich freue mich riesig, kommt halt auf die Person an, ne? Ja, genau. Ob man irgendwas mit der gemacht hat früher oder nicht. Aber das andere ist beides so einfach voll ignorieren und so. Aber ich würde nicht mit dem was machen. Also wenn es dann voll wäre. Ich begrüße ihn, steht da ja, dann nehme ich das. Ich freue mich riesig. Ja, ja, das stimmt ja nicht, also, aber ja, ich begrüße ihn. Ja, okay, dann nehme ich das auch. Okay. Die siebte Frage ist, die Schule fällt aus, was machst du? Erstens, ich rufe sofort meine Freunde an und frage, was wir starten wollen. Erstmal was essen. Ich beginne sofort meine Aktivitäten für den Tag zu planen oder auf jeden Fall weiter schlafen gehen. Ich gehe auf jeden Fall weiter schlafen oder essen. Aber nee. Ich rufe also sofort meine Freunde an und frage, ob wir doch starten wollen. So direkt um 26, wenn du merkst, Schule fällt aus, du rufst an, anstatt weiter zu schlafen. Ja. Ja, das ist. Und blöd. Frage, was also wir starten. Also, mal so, mal so, ne? Also, ich würde vermutlich weiter schlafen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dann frage, ob wir was starten wollen. Aber die haben doch noch Schule. Ja, wenn die Schule ausfällt? Ja, bei denen will ich nicht. Okay, dann gehe ich wieder schlafen. Nein, mach mich das, was du machen wolltest. Okay. Die achte Frage. Gehst du gerne auf Menschen zu oder bist du eher introvertiert?
Die erste Antwortmöglichkeit, ich liebe Menschen und bin mega sozial. Eher nicht, ich habe selten Lust auf Menschen. Ohne meine Freunde macht es keinen Spaß, was anzustellen. Ich gehe ungern alleine essen, aber sonst... Punkt, Punkt, Punkt. Ich nehme eher nicht, ich habe selten Lust auf Menschen. Ja, ohne meine Freunde macht es keinen Spaß, was anzustellen. Das klingt jetzt voll dumm. Ja, was denn? So. Ja, ist. Ja. Aber das war jetzt random Menschen gemeint. Ja, ist doch egal. Egal. Neuntens, du bist mit deinen Freunden im Urlaub. Welche Rolle nimmst du ein? Ich schaue, wo es was zu erleben gibt. Ich entscheide über das Essen. Ich war noch nie mit Freunden im Urlaub. Ich bin die gute Seele der Truppe. Aber jeder entscheidet doch selbst, was er isst. Es kann sich doch jemand da was holen und jemand da was sehen, der was er möchte. Ich sag, ich schaue, wo es was zu erleben gibt. Ja, ich auch. Aber wir waren auch noch nie mit Freunden im Urlaub. Ja, oder halt so auf Ausflug. Ja, okay. Die 10. Frage, bist du risikofreudig oder eher ruhig? Erste Antwortmöglichkeit, ja, ich habe mir schon mal was gebrochen. Die 2. ehrlich gesagt, eher ruhig, ich bleibe am liebsten zu Hause. Die 3. wenn mir langweilig ist oder ich frustriert bin, lege ich mich mit Leuten an. Und die 4. Antwortmöglichkeit, ja, aber in dem Sinne, dass ich gerne an fremde Orte gehe. Ich nehme das Letzte. Nicht das Erste, ich habe mir ja schon mal was gebrochen. Dein Finger? Ja, der Kleine. Okay, die Auswertung. Fertig? Ja. 1, 2, 3. Wer liest das davor? Du hast schon gesehen, ne? Was bist du? Eine Giraffe? Soll ich dir sagen? Eine Kuh? Nein. Nee, ein Hund. Der sah so aus wie eine Kuh. Lies es einfach vor. Okay, die Auflösung. Welches Tier bist du? Hey, du bist eindeutig ein Hund. Du genießt die Gesellschaft anderer Menschen und bist gerne draußen in der Natur. Fremde Menschen kennenzulernen ist für dich mehr ein Abenteuer als eine Herausforderung und du schließt neue Bekanntschaften schnell ins Herz. Naja. Pass aber auf, dass deine gute Seele nicht ausgenutzt wird. Alles Liebe steht bei mir. Du schnüffelst direkt die Hände. Genau. Und jetzt du. Ich habe noch nicht geguckt. Was denkst du, was bin ich? Wahrscheinlich auch ein Hund. Warum? Wieso? Ich... Oh mein Gott! Hey, du bist eindeutig ein Hund. Also derselbe Text dann, oder? Du genießt die Gesellschaft anderer Menschen und bist gern draußen in der Natur. Fremde Menschen kennenzulernen ist für dich mehr ein Abenteuer als eine Herausforderung. Bla bla bla. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen unterhalten. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi. Tschüssi.